Hi Leute und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Jackos Backstube. Wir schauen uns heute mal wieder ein Produkt an, und zwar diesen Milchaufschäumer hier. Wie das funktioniert, seht ihr nach dem Intro. Wir haben hier den Milchaufschäumer. Hier ist nochmal die Verpackung. Das ist hier Ideenwelt, das ist von Rossmann. Ich verlinke euch das unten mal. Das ist ein ganz cooles Teil, also das ist ein elektrischer Milchaufschäumer. Wenn man da reinschaut, dann schaut das so aus wie ein Wasserkocher, sage ich mal. Hier mit dieser Station, wo man das draufsteckt, das kommt in die Steckdose. Hier in der Mitte, da ist dieser Grill, sage ich mal, das ist dieses Teil. Das kann man hier rausnehmen, das ist magnetisch. Zum Reinigen ist das dann ganz gut, das ist gut beschichtet, da passiert auch nichts. Wir haben hier in der Mitte so Min- und Max-Füllmengen und der schäumt die Milch auf und erwärmt die. Wie das funktioniert und was man da sonst noch alles machen kann, das zeige ich euch jetzt mal. Wir fangen jetzt auch gleich mal an. Und zwar nehmen wir hier erstmal den Deckel ab und geben dann etwas Milch in die Maschine. Hier seht ihr nochmal die Striche. Hier in der Mitte seht ihr nochmal den Quill ganz gut. Den nimmt man einfach so heraus. Man sieht dann noch diesen kleinen Stupsen, wo man den draufsteckt. Das geht relativ gut und man kann es dann ganz schön sauber machen. Wir füllen jetzt mal etwas Milch auf. Der unterste Strich ist minimal. Der zweite Strich ist maximal mit Schaum und der oberste Strich wäre dann maximal nur erwärmen. Also wenn man das rausmacht, dann kann man auch nur die Milch erwärmen und dann kann man natürlich etwas mehr reintun, weil Schaum nimmt ja mehr Volumen ein. Wir machen jetzt den Deckel drauf und schalten das Teil einfach ein. Ihr seht schon, wie es jetzt quirlt. Das dauert jetzt, er erwärmt jetzt die Milch auf die Temperatur, schäumt sie dabei gleich auf, dann schaltet er sich ab und man kann die Milch in ein Glas gießen. Fürs Aufschäumen gehen ungefähr 175 ml Milch hinein. Insgesamt gehen ca. 300 ml Milch hinein, wenn man sie nur erwärmt. Das Gerät hat zudem noch eine Leistung von so ca. 600 Watt, also das sollte ausreichen, um die Milch zu erwärmen. Man sieht jetzt schon, wenn man reinschaut, man sieht den Quill nicht mehr, die Milch ist schon etwas aufgeschäumt. Sie kommt auch langsam höher, deswegen mal lieber den Deckel drauf, nicht dass noch was überschwappt. Es wird jetzt auch nicht mehr allzu lange brauchen und dann hört es einfach auf und man kann die Milch eingießen. Jawohl. Ihr seht hier gleich, ich habe doch etwas zu viel eingefüllt. Es ist hier leicht runtergelaufen. Habe ich mir schon gedacht beim Einfüllen, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm. Wir gießen das jetzt erstmal in ein Glas. Ich habe hier schon mal ein Glas vorbereitet und da geben wir die Milch jetzt mal hinein. Ich nehme mir einfach mal das Teil. Ihr seht schon schön den Schaum oben drauf, wie das hier so hineinläuft. Es ist noch etwas drin, also das Glas weicht leider nicht ganz. Ich gebe das mal hier noch in ein zweites, damit auch nichts verschwendet wird. Wir haben hier jetzt noch etwas Schaum drin, wer mag, kann sich den hier noch so rausholen. Ich mach das mal. Aufpassen, dass man nicht zu arg an der Beschichtung kratzt. Und so schaut jetzt dann die aufgeschäumte Milch aus. Der macht schön Flupp, also das ist echt wunderbar fester Schaum. Die Milch ist auch gut warm, also nicht so, dass die nur lauwarm ist. Das macht sich echt gut. Ich gebe hier mal noch den restlichen Schaum drauf und natürlich die Milch daneben. Gibt hier so die wunderschönen Schaumhügel. Also das kann ich euch echt empfehlen. Wir haben das Teil geschenkt bekommen. Ich finde das eine ganz coole Idee und man macht das doch relativ oft, muss ich sagen. Wenn ihr nicht nur eine aufgeschäumte Milch mögt, kann man natürlich auch einen Kaber machen. Und wie das funktioniert, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Für die Schokomilch nehmt ihr hier einfach etwas Schokolade, braun oder weiß, das spielt hier keine Rolle. Ich mache mal beide. Schön aufmachen. Wir brauchen eine Reihe und ein Stück. Also das sind so ungefähr 20 Gramm. Da hatte ich so geschmacklich die besten Ergebnisse bisher. Von der weißen natürlich auch mal. Ich habe jetzt hier zwei Stücke weg. Da gönne ich mir gleich mal eins. Wir nehmen dann die Schokolade, hacken die ganz kurz klein. Jetzt mal noch hier in diese Richtung. Das wäre erstmal die erste. Jetzt machen wir das Ganze mit der weißen Schokolade auch gleich mal. Dann muss ich nachher nicht zweimal hacken. Jetzt haben wir hier wieder den Milchaufschäumer. Ich gebe jetzt noch mal etwas Milch hinein. Ich schaue diesmal, dass ich leicht unter dem Strich bleibe. Dann kommt einfach die Schokolade mit hinein. Wir machen den Deckel drauf und schalten ein. Die Schokolade schmilzt jetzt schön, nachdem die Milch erwärmt wird. Zudem wird gleich umgerührt. Also das wird einfach gut. Die Milch ist jetzt wieder fertig. Wir schauen auch gleich mal hinein. Ihr seht schon dampfen. Man sieht auch schon leicht die bräunliche Farbe. Nehmen wir jetzt mal hier wieder so ein Glas. Diesmal soll es auch nicht zu viel sein. Und gebe das da schön hinein. Ihr seht, das schaut wirklich aus wie so ein Kaber, eine heiße Schokolade oder wie auch immer ihr es nennen mögt. Zudem, wenn man eine heiße Schokolade macht, schäumt sich die Milch auch nicht so auf. Also man sieht es jetzt hier, das ist der Schaum und das ist die heiße Schokolade. Es ist gut Schaum drauf, aber nicht ganz so viel,
wie wenn man nur die Milch nimmt. Stell das jetzt mal beiseite. So schaut hier das Teil nochmal von innen aus und wir geben nochmal was hinein und machen jetzt noch schön eine weiße Schokolade. Die ist auch immer gut und die gibt es relativ selten. Also wenn, dann gibt es immer nur einen heißen Kakao oder so. Und hier kann man sich echt super einfach eine schöne heiße weiße Schokolade machen. Deckel drauf, auf die Kochplatte stellen und einschalten. Das Ganze wird jetzt wieder gut verrührt. Die weiße Schokolade ist hier auch fertig, dampft wieder schön. Wir geben die gleich mal hier in das Glas. Da habe ich jetzt etwas mehr Milch erwischt. So schauen die beiden jetzt mal im Vergleich aus. Hier nochmal die Milch und das Ganze lassen wir uns jetzt schön schmecken. Wer möchte, kann natürlich jetzt noch etwas von der Schokolade nehmen und hier noch so schön drüber raspeln. Das schmilzt dann noch schön hinein und macht immer einen guten Eindruck. So schaut jetzt unsere Schokomilch bzw. auch die aufgeschäumte Milch aus. Das war es jetzt auch schon wieder hier von der aufgeschäumten Milch. Also ich habe mir hier schon ein halbes Glas gegönnt. Ich löffel immer ganz gern den Schaum weg. Einmal hier nochmal der Schaum von der weißen Schokolade. Und hier von der aufgeschäumten Milch an sich, da ist er natürlich am festesten. Das Teil hat natürlich auch Nachteile, die will ich euch auch mal nicht verschweigen. Und zwar sind das zwei Stück. Wenn man hier jetzt mal die Station holt, wo man das Ganze drauf tut. Also wenn es fertig ist, schaltet es sich ab, dann ist der Einschalter hier noch auf ein. Dann macht man sich vielleicht noch eine, kippt die Milch rein, stellt das da drauf und dann geht es sofort wieder los. Egal, ob man den Deckel drauf hat oder nicht. Also wenn man das nicht vorher ausgeschaltet hat, draufstellt, geht es gleich wieder los. Das ist ein kleiner Nachteil. Und wenn man jetzt mal aufmacht und hier reinschaut, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht, jawohl, dann habt ihr da oben diesen einen braunen Rand. Da muss man, wenn man zwei Gläser macht, sage ich mal, danach das einweichen und dann kann man das wegschuppen, also das geht. Das ist jetzt auch nicht so fest reingeklebt, aber es brennt doch etwas an, weil die Platte noch heiß ist und noch leicht Milchreste drauf sind. Das ist der zweite Nachteil. Ansonsten ist das aber echt ein cooles Teil, also ich würde es mir auf jeden Fall wieder kaufen. Was man vielleicht noch machen kann, ist, dass man einen nimmt, der auch kalte Milch aufschäumen kann, wenn das einer will. Ich verlinke euch das unten mal, einmal den hier und einmal einen, der kalte Milch aufschäumen kann, dann könnt ihr euch die mal selber im Vergleich anschauen. Ist auf jeden Fall ein cooles Teil, ist auch gar nicht so teuer, also kann man sich wirklich mehr anschaffen. Ich nehme jetzt auch nicht so viel Platz weg, kann man schön neben dem Wasserkocher stellen, schaut er hier auch mit der Station genauso aus. Ich hoffe mal, das Video hat euch jetzt gefallen. Ich wünsche euch natürlich jetzt viel Spaß beim Milchaufschäumen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr so ein Teil habt, ob es sich für euch lohnt, wie es euch gefällt. Ihr könnt mich dann gerne noch abonnieren und einen Daumen da lassen und dann bis zum nächsten Mal.